Wie viel bekommt man für 20 Euro im Foodmarkt von Lissabon? Ich habe richtig Hunger, also finden wir es heraus. Hier gibt es so viele leckere Sachen und Restaurants und ich bestelle mir heute Kleinigkeiten, um mich durchzuprobieren. Los ging's mit portugiesischen Kroketten, eine mit Kabeljau und die andere mit Rind und Schwein für jeweils 1,80 Euro. Dann hatte ich eine Caldo Verde, eine Kartoffelsuppe mit Kohl und Chorizo für 4,20 Euro. Weiter ging's mit einem Krebsaufstrich mit Avocado für 5 Euro und einem portugiesischen Oktopussalat für auch 5 Euro. Zum Schluss hatte ich noch 2 Euro übrig, was genau der Preis für ein Pastel de Nata und ein Espresso ist. Boah, bin ich satt jetzt.